Dann werde ich dich abziehen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, aber ich kann endlich wieder alleine spielen. Es wird neuer abziehen, ich sag's dir. Haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Warum rennst du so schnell? Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Es ist nur ein Testspiel. Ja, ein Testspiel, was nie möglich wäre, echt. Ne? Was nur in FIFA geht. Goretzka lässt sich nicht stören. Naja, wenn du den nicht hältst, bist du schuld. Ja, Digga, es war kein richtiger Schuss. Das war so ein Abpraller, weil du den weggedefft hast. Ja? Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Oh, die Fans wollen sogar, dass es Elfmeter gab. Oh, oh. Da hast du aber böse, böse Foul gemacht. Und in Abseits gelaufen. Na? Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Wir freuen uns heute auf das Duell zweier Stars. Thomas Müller gegen Robert Lewandowski. Ich wollte schon sagen, gegen Thomas Müller. Thomas Müller. Ne? Deine Fans, nicht meine Fans? Sie machen das Tor. Irgendwie ja. Aber, weißt du, ich weiß noch, was ich witzig gefunden hätte, wenn er gesagt hätte, Thomas Müller gegen Thomas Müller. Weil möglich ist es ja. Jo, ganze Familie auf einmal. Ja, vor allem, das war nicht mal ein Stürmer, das war Hummels, der gerade das Tor gemacht hat, ne? Das war ein ehrliches Tor, hat er gerade gesagt. Ne? Die Kommentatoren haben gerade gesagt, das war ein ehrliches Tor. Gibt es auch unehrliche Tore? Aha. Ja, es gibt aber Vorteil. Du musst aufpassen, es könnte noch Gelb geben. Ne? Und jetzt gibt's eine Ecke. Ja, das gibt Ecke, weil du den ins Ausgeschossen hast. Kai Havertz. Er kann es machen. Super abgewehrt. Nee, kann er nicht, weil da. Oh, ich dachte schon, der jetzt reingeht. Das wäre so Karma gewesen. Ne? Das wäre so Karma gewesen. Komm an. Ball besitzt Müller. Oh, da ist er durch. Komm, ich lass dir mal die Chance. Nach wie vor jetzt zeig mal, was du kannst. Der Tunnel. Ja. Okay. Ihr solltet dir doch nicht die Chance lassen. Okay, das war jetzt das eine Mal. Komm, das soll ein bisschen ausgeglichen sein. Aber jetzt gehe ich dazwischen. Ja? Warte mal, ich wollte dir mal zeigen lassen, was du kannst. Jetzt reicht's aber. Jetzt ist genug. Jetzt springt mal zu so einem Fan. Nö, jetzt nehme ich einfach mal den Ball ab. Nee. Ja, hast du verdient. Gut gemacht, Neuer. Hast einen Ball von Neuer, hast du verhindert, dass Neuer noch ein Tor schießt. Das Neuers Mannschaft. Gut gemacht, Neuer. Du hast verhindert, dass Neuers Mannschaft ein Tor schießt. Ne? Ja, weil der wieder genauso vom Torwart ins Ausgeschossen wurde. Ne? Deswegen hast du nochmal eine Ecke bekommen. Ne? Weil Neuer den genauso wie vorher, als du dein Tor versucht hattest, ins Ausrollen lassen hat. Also jetzt, du jetzt am Ball war. Dann kriegst du Ecke. Na? Wenn du ihn jetzt ausschießt neben dem Tor, dann ist nichts. Einfach wegrätschen und deinen Ball holen. Ja. Weil ich gefragt habe, ein Torwart grätschen kann. Das wäre deine Chance gewesen, das herauszufinden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und dann habe ich eine Sekunde später einfach wieder... Jetzt die Frage, welcher Neuer hat eine Parade gemacht? Das macht er gut hier, holt den Ball wieder. Sie machen Druck und auch die Fans machen sich lautstark. Hast du gut ins Ausgespielt? Hauptsache, du bist weg. Was? Ich bin weg? Ich bin auch gar nicht weg. Ich bin doch noch hier. Serge Gnabry. Hä? Wie bin ich weg? Serge Gnabry ist schon wieder da. Stimmt, und Gnabry ist noch Bayern-Spieler, ne? Wer? Gnabry. Den hast du aber gerade nicht drin. Wenn's jetzt schnell geht. In der Mannschaft, aber der ist hier drin, der ist auch noch Bayern-Spieler. Komm an. Da ist die Chance. Bitte. Vor allem das, wir haben, glaube ich, mit Gnabry noch kein Tor geschossen. Aber wenn du mit Gnabry Tor schießt, dann macht er auch wirklich die Bewegung hier in FIFA, die er auch immer in echt macht, wenn er ein Tor schießt. Ne?
Ja, da kann er jetzt was? Was? Ja, er macht doch so eine komische. Das sieht immer aus, als würde er so seine Suppe rühren. Ne? Und dieses einzigartige Fire-Emote, das macht er hier auch. Also, das habe ich in FIFA auch schon gesehen, dass er genau das gleiche macht, als ich mit ihm mal ein Tor geschossen habe. Oder Leon. Eins von beiden. Ne? Hier macht er genau das gleiche. Das ist auch cool. Ne? Das jetzt will ich mit eingebaut haben. In FIFA. Jetzt fehlt das jetzt, was du das Nein, es gibt Freistoß. Ich weiß zwar nicht warum, aber es gibt Freistoß. Alaba. Anscheinend habe ich dir den Ball nicht beispielend abgenommen. Ich habe eigentlich nur B gesperrt, weil ich den Ball haben wollte, aber okay. Na? Da hat man ja nichts gesehen, da konnte man gefühlt einfach nur B sperren. In der Hoffnung, man kriegt den Ball. Na? Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Was war das denn für ein Pass, Digga? Warum passt du gegen den Bayern? Am besten hat er noch gegen sich selber gepasst, das wär's noch, ne? Und neue, passt du nicht? Nee, warte, geh ja. Doch. Neue? Hä, wenn ich mit neuer rüberlaufe so, und ja. Neuer dann gegen neuer schießt, das geht doch. Genauso wie jetzt auch Müller gegen Müller kämpfen könnte. Ne? Meiner. Nein. Ah, wisst ihr, ich wollte ihn doch abnehmen, deswegen habe ich B mitgedrückt. Leon Goretzka. Ah. Weißt du, was mich jetzt mal interessieren würde? Wer hat mehr Torchancen? Die Statistik wäre jetzt wirklich mal interessant. Ich glaube, ich. Gnabry. Da immer dann perfekt stehst, ne? Nein. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken. Die Parade davor, die war klasse, hat er gerade gesagt. Spiel, das uns beide hier bieten. Beide mit Druck. Yo, das ist sogar ausgeglichen. Guck mal, 5 zu 4 Schüsse aufs Tor. Lewandowski. Leroy Sané. Oh, das könnte das werden. Das ist halt wirklich ausgeglichen, ne? Ja, vertorschen, ja. Es steht jetzt 5 zu 5 Schüsse aufs Tor. Ja, wie er sich einfach so richtig freut, einfach was jetzt sozusagen gecomebackt hat, weil du jetzt zum ersten Mal in Führung gehst, ne? Ne? Ja, du führst jetzt in der ersten Hälfte, aber ich muss ja bloß zweimal durchkommen und schießen dann links. Also ist es ausgeglichener, als ich dachte, sagen wir es mal so. Die Bayern in Front. Jetzt geht's. Aber im Verteidigen bin ich auch echt kacke. Muss man dazu sagen. Ne? So Grätschen und so ist gar nicht so meins in FIFA. Ich auch nicht. Ja. Nein. Ja doch. Gib mir den Ball wieder. Warte, du kannst ihn gleich wieder haben. Bitte. Warte kurz, ich gebe ihn dir gleich wieder. Hä? Was ist da hin? What the fuck? Ich wollte ein Tor machen. Goretzka. Warte kurz. Wir müssen das nochmal kurz ein klären. Oder was? Achso, ja. Ich bin jetzt falsche Seite gelaufen. Hier musst du. Stimmt, wir haben ja Seitenwechsel. Thomas Müller. Die Neujahrs sind aber auch echt verwirrend, muss man sagen. Es ist beides Neujahr. Ja. Das kann man ja nicht mal an der Person erkennen. Es ist einfach beides Neuer. Einfach dein Lewandowski ist im Fokus. Gefühlt der einzige Bayern-Spieler, der nicht einfach. Gefühlt der einzige Bayern-Spieler, der gut ist. Also der wirklich seit Jahren bei Bayern spielt, der nicht in Deutschland ist. Einfach weil er Pole ist. Ne? Hey, ich hab doch rausgespielt. Na, ist doch egal. Müller kommt. Da ist er da. Die haben gerade Deutschland gerufen, nicht FC Bayern, ne? Jetzt können sie vielleicht kontern. Ich glaube, weil es gar keine FC Bayern-Jugend gibt, die gibt es, glaube ich, nur bei Nationalmannschaften. Zumindest außer bei Deutschland noch nie dieses Rufen von Fans gehört. Oh, danke. Oh, bitte. Das ist der Ausgleich. Der ist wichtig. Wenn man jetzt keiner gewinnt, dann. Der Ausgleich von Jan. Ja, wir spielen Fange zusammen. Wir spielen einfach Fange. Großens läuft einfach. Vor allem, Digga, habe ich schon mit dem Stürmer ein Tor gemacht? Ich glaube nicht. Großens ist nämlich Verteidiger. Das ist doch genau das, was wir sehen. Ich hab doch gepasst. Nein, hast du nicht. Match. Und jetzt haben wir oder doch, hast du irgendwie. Keine Ahnung. Ja, was war denn?
Lewandowski jetzt. Der Ballverlust. Lewandowski war das. Der Ball, vor allem, er hat gerade gesagt, Lewandowski jetzt, der Ballverlust, Lewandowski war das. Nachdem er kurz vorher gesagt hat, dass Lewandowski am Ball ist, sagt er, dass Lewandowski den Ball verloren hat. So richtig dummer Spruch. Komm, schieß mal ins Tor. Am Ball Sané. Ey, ich weiß nicht, ob du es weißt, du spielst gerade mit Sané. Ne? Nur zu deiner Info. Der Angriff könnte was werden. Sané! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Er zeigt auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Du kriegst einen Elfer. Da ist viel Druck. Ja, du kriegst einen Elfer. Noch die gelbe Karte oben drauf. Und die Sache ist, ich sehe jetzt ganz genau, wo du hinspielst, ne? Das ja, das ist halt ein bisschen dumm, wie sie halt ganz genau von hinten spielt. Das heißt, ich kann den halt easy aufhalten, wenn ich nicht mich gerade dumm anstelle. Sie hat genau dahin springen, wo du hinziehst. Ne? Das so zu dodgen, dass du es nicht richtig siehst, können wahrscheinlich nur Profis. Ne? Also wirklich dann E-Sporter, die können dann wahrscheinlich das so einen Elfmeter trotzdem hinkriegen, ne? Sich gegenseitig austricksen. Ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich Taktiken. Indem man dann ganz schnell rüberzieht oder so, wenn er schon gesprungen ist, aber, ne? So als normal FIFA-Spieler kriegt man das wahrscheinlich nicht hin. Also schwer, einen Elfer gegen einen anderen zu machen. Klasse Einsatz. Denke ich mal. Ne? So als Casual-Spieler schätze ich das schon schwer ein, weil du ja genau siehst, wo du hindenkst, ne? Der Marc war gerade am Ball, ne? Marc Rothger oder so, ja, hat er gerade gesagt. Da war der Marc am Ball. Schade, wäre keine schlechte Möglichkeit. Ach, schade, du hast ein klares Abseits gemacht. Ja, echt schade, ne? Thomas Müller. Ach, das ist Thomas! Der gerade von Süle gefoult wurde. Von Niklas Süle, der ist gefühlt auch 2 Meter groß, ne? Kann das sein? Mir war irgendwie so. Ja, der ist Niklas Süle, der Typ. Oder denkst du, ich sag das aus Spaß? Ich nenne von den Leuten, die ich weiß, natürlich immer dann auch den Vornamen. Guck mal, jetzt kommt ein Dortmunder aufs Feld. Jo, die nehmen. Bei mir kommt jetzt ein Dortmunder aufs Feld, ne? Ja, Emre Can habe ich gerade eingewechselt. Ja, Gnabry, komm, wechsel auch Gnabry an. Er spielt Gnabry gegen Gnabry. Bei mir ist jetzt Emre Can auf dem Feld, habe ich gerade eingewechselt. Oh, es ist stimmt, das sind nur noch 18 Minuten. Jetzt muss ich ganz schnell nach vorne. Alter, was ist das? Wie er da umgeknickt ist an dir. Als wärst du so ein Elefant und ich wäre gegen dich gelaufen einfach. Ne? Hä, hey, warum rennt der andere denn nicht zum Ball? Darum. Weil ich den Ball habe. Die letzten 15 Minuten jetzt. Komm, in den letzten 15 Minuten mache ich noch den Ausgleich. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ansonsten spielen wir bis heute Abend hier, ne? Bis ich einmal gewonnen habe. Ne? Egal, ob meine Mutter reingemacht hast, ne? Komm, ich hole jetzt noch Timo Werner rein. Jetzt hole ich einen internationalen Stürmer rein. Timo Werner. Ne? Das muss jetzt was werden. Zieht einfach mal ab. Einfach mal so. Oh, jetzt ist der 2-Meter-Mann Niklas Süle weg. Du hast ihn gerade ausgewechselt gegen Hernandez. Da wird früh gestört, Rüdiger. Der Rüdiger. Kann ich Rüdiger mit Nachnamen? Noch kann die deutsche Mannschaft diese Niederlage. Ne? Das musst du dir vorstellen, in Deutschland ist das ein Vorname. Der ist einfach Rüdiger mit Nachnamen. Ah, der Mann. Was? Wie unlucky. Ich wollte sagen, der muss und dann geht er einfach daneben. Och, Digga. Willst du mich verarschen? Ich will doch zumindest bloß einen Ausgleich. Ne? Komm, so 3-3, dann sage ich, okay, wir sind beide ungefähr gleich gut. Und jetzt, nicht die Chance gut. Jetzt kommt noch Volland für Müller. Jetzt wird's aber was. Ach ja, und der andere kommt auch noch, bevor ich endlich schießen darf. Jetzt muss nochmal gewechselt werden, jetzt muss nochmal Szene gewechselt werden. Die Kamera war nicht richtig. Ne? Ach, ja, deine Mutti ist da. Neuer Superparade. Neuer Superparade. Ich glaube auch, das könnte hier noch
Wenn er das so ja, glaube ich auch. Timo Werner. Digga, willst du nicht? Ich wollte nicht mal schießen. Ich wollte einfach bloß den Ball wieder haben und dann ist auf einmal Havertz am Ball und schießt, aber gegen den Pfosten. Wenn der jetzt reingegangen wäre, einfach so ein Schuss, der nicht mal gewollt war. Ne? Das wäre es auch gewesen. Und Lewandowski. Verpiss dich. Und wieder Deutschland am Ball. Und wieder Deutschland am Ball. Ja, wer dann so ein China? Ja, die sind ein. Nicht mal ein Verteidiger im Weg. Ne? Da kommt die Tafel, 2 Minuten nach. Da werde ich dann auch Leon, da werde ich einfach wütend. Ja? Gefährlich, immer noch. Super Parade von Manuel Neuer. Das war eine ja, super Parade von Manuel Neuer. Thomas Müller. Sané. Der muss da drin sein. Nein, ist er nicht. Gib den Eckball und wenn sie hier treffen, sind sie sicher durch. Sagst du. Das war's für heute. Ja, komm, Digga. Leck mich am Arsch. Wie spät? 15. Wann soll ich zu Hause sein? 30. Ach, okay. Noch eine Runde? Nee, komm. No.